Stadtspiegelleserin, liebe Stadtspiegelleser. Ich wurde gefragt, warum ich in das Amt des Bürgermeisters der Hansestadt Gardelegen gewählt werden möchte. Dazu möchte ich Ihnen Folgendes sagen. Ich denke, durch meine jahrelange kommunalpolitische Erfahrungen bringe ich einige Voraussetzungen mit, die für dieses Amt explizit notwendig sind. Erfahrungen möchte ich aber auch weiterhin sammeln. Erfahrungen in der Arbeit mit den Mitarbeitern, wie natürlich auch mit den Bürgern unserer Hansestadt Gardelegen. Für mich persönlich ist es ganz, ganz wichtig, dass unsere große Einheitsgemeinde als drittgrößte Stadt Deutschlands weiterhin zusammenwächst. Dafür ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Besonderheiten unserer einzelnen Ortsteile herausstellen. Das, was für einen Bürger in einem Ortsteil wichtig ist, bedeutet noch lange nicht, dass es auch für einen Bürger in einem anderen Ortsteil wichtig ist. Das herauszufinden und zusammenzuführen. Das zeichnet das Amt eines Bürgermeisters aus. Menschen zusammenzuführen, sie im Rahmen der Beziehungspflege in ihren Besonderheiten, in ihren individuellen Eigenschaften anzuerkennen und sie zu begleiten. Liebe Leserinnen, liebe Leser, ich will nicht jede Meinung, die mir ein Bürger teilt, akzeptieren. Ich werde versuchen, sie zu respektieren und sie zu tolerieren. Wir müssen unsere Aufgaben gemeinsam lösen. Das setzt voraus, dass auch der Bürgermeister als Navigator, so wie ich auch Politik sehe, zur Verfügung steht, wenn nicht. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich stelle hohe Ansprüche an meine Mitarbeiter, aber alle sollen wissen, dass diese Ansprüche, die ich an andere Menschen stelle, auch für mich gelten.